Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videos, neuen Kanal. Heute möchten wir mal über was ganz Besonderes sprechen. Denn tatsächlich ist dieser offizielle Mod-Service von EA für die Sims 4 online gegangen. Erschaffen wurde das Ganze von Overwolf und es nennt sich CurseForge. Sie selbst sagen, dass sie bereits Mods etc. für beispielsweise Minecraft oder World of Warcraft organisieren. Und am 14. November ging das Ganze live, also erst diesen Montag. EA hat dazu auch einen Blogpost hier erstellt, wo nochmal genauer erklärt wird, was es alles ist. Aber genau das möchte ich jetzt auch einmal zusammenfassen, denn ich weiß, dass nicht jeder immer so viel Lust hat zu lesen. Und außerdem versteht man ja auch nicht immer alles so. Deswegen werde ich mein Wissen auf jeden Fall mit euch teilen. So versuchen sie hier ein paar Begrifflichkeiten schon mal hier so ein bisschen aufzuzeigen für Leute, die komplett neu in dieser Mod-Szene sind. Aber die Leute, die dieses Video sehen, werden wahrscheinlich schon Bescheid wissen. Dennoch finde ich es sehr, sehr schön, dass sie nochmal halt so ein paar Begriffe erklären und zeigen, ja, was ist das eigentlich? EA selbst sagt aber, dass es die alte Methode, um Custom Content und Mods zu downloaden, nicht ersetzen soll. Man wird immer noch die Möglichkeit haben, einfach über Tumblr oder Patreon oder The Sims Resource oder was es nicht alles gibt, wird man trotzdem die Möglichkeit haben, das darüber zu downloaden. Jetzt fragt man sich, aber warum gibt es das dann? Letztendlich soll es einfach dafür da sein, dass es ein sicherer Ort ist, bei dem man eben an Mods und Custom Content gelangt. Die Sachen, die dort hochgeladen werden, werden nämlich mehr oder weniger kontrolliert und vor allem werden da auch keine komischen Werbungen geschaltet, mit denen man sich Viren einfängt. Adfly. Oder Simstem. Dieser Husten immer. Außerdem kommt ein Feature in Zukunft, was uns erlaubt, dass die Mods etc. automatisch geupdatet werden. Und das ist was, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen. Ich meine, wer kennt es nicht? Sims 4 bekommt ein Update und man muss erstmal alle seine Mods updaten. Vor allem UI Cheats Extension und More Columns Mod und MC Command Center. Das sind ja die Sachen, die eigentlich sogar fast immer breaken. Letztendlich muss man sich eigentlich gerade immer merken, welche Mods habe ich installiert? Wo finde ich sie? Wo habe ich sie her? Gibt es ein Update? Muss es ein Update geben? Und man ist sich immer so ein bisschen unsicher, funktioniert mein Spiel jetzt oder nicht? Oder was ist da überhaupt los? Dieses Problem werden wir in Zukunft aber ja nicht mehr haben, wenn wir uns dann die Sachen darüber downloaden. Allerdings habe ich bereits gesehen, dass es bis zum 6. Dezember erst noch dauern wird, bis dieses Feature freigeschaltet wird. Bislang funktioniert das nämlich nur so, dass man eben ganz normal die ganzen Sachen downloaden kann. Es lohnt sich aber noch nicht, das Ganze zu benutzen, weil dieses Auto-Update-Dingsy, das wird eben erst dann freigeschaltet und das erkennt auch nicht die Sachen, die man sich jetzt schon darüber runterlädt. Das heißt, wenn, müsst ihr ab dem 6. Dezember dann erst die Sachen von dort aus runterladen und dann habt ihr die Möglichkeit, dass die Mods immer automatisch geupdatet werden, sobald es ein Update gibt. Der Vorteil an dem ganzen CurseForge-Dings ist nämlich, dass man eben Auto-Updates bekommt für seine Mods und dass es eben ein Safe Place ist, um an Mods und Custom Content zu gelangen. Ich vermute auch, dass so gut wie alle Custom Content Creator sich darauf stürzen werden und ihre Sachen da hochladen werden, denn sie haben eigentlich nur Vorteile dadurch. Denn ihre Nutzer bekommen alle Auto-Updates, wenn sie dann ein Update veröffentlichen. Sie haben die Chance, mehr gesehen zu werden, weil Leute nicht irgendwie über 30 Ecken gucken müssen, wie man irgendwo rankommt. Und das Ganze ist übersichtlicher und man findet definitiv auch den Herunterlad-Button, was manchmal auch schwierig ist, wie man bei manchen Tumblrs zum Beispiel sieht. Wie oft habe ich mir schon Sachen angesehen an Custom-Content, wo ich mir dachte, wie cool ist das, ich möchte das haben und ich habe den Download-Button nicht gefunden. Solche Probleme wird es dann nicht mehr geben und das ist halt eben das Coole an diesem System. Jetzt möchte ich noch mal einmal einen Blick auf die Seite zeigen. Das ist halt offiziell, wie hier auch noch mal steht, ne? Also, das haben sie ja auch in dem Behind the Sims Summit Livestream angekündigt, dass das hier ja kommt. Das ist übrigens der Livestream, wo auch Sims 5 bzw. Project Renee angekündigt wurde. Und hier auf der Seite, ja, sagen sie auch noch mal, wie gesagt, dass sie auch für andere das bereits regeln mit den ganzen Mods etc. und dass es halt auch für die Creator voll cool ist und bla 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 bla. Aber viel wichtiger
ich zeige euch schon mal, wie die Seite bisher aussieht. Denn wenn man hier auf dieser Seite dann ist, hat man hier sehr, 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 sehr schön eine Übersicht. Man wird sich wahrscheinlich erstmal anmelden müssen, habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht, weil wie gesagt, es lohnt sich jetzt noch nicht so sehr. Erst ab dem 6. Dezember dies, das. Aber wir haben hier tatsächlich richtig schön eine Übersicht, denn wir haben hier einfach Build by Catalog, dann haben wir Create a Sim, Mods, Räume und Grundstücke, Sims und Haushalte, Welten und Haustiere und dann haben wir hier drin auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, um zu gucken, wonach wir suchen. Zum Beispiel kann ich sagen, boah, hier beim Build Mode, ich suche definitiv Türen, brauche ich ganz dringend in meinem Leben. Dann drücke ich einfach auf Türen und dann zeigt er mir alle Türen an, die bisher hochgeladen wurden. Außerdem kann ich hier dann sagen, ja, welche Version brauche ich denn? Also mit welcher Version funktioniert das, weil was auch immer, you know. Dann kann man auch nach Downloads und Popularität und Name suchen und zuletzt geupdatet und bla 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 bla. Und vor allem ist hier einfach ganz vernünftig ein Herunterladen-Button, den man einfach drücken kann, um zu sagen, ja, ich möchte das jetzt herunterladen. Man wird ihn definitiv finden und das ist großartig. Außerdem wird hier drunter nochmal angezeigt, was ist das? Es ist für den Build-Mode, es ist eine Tür und in diesem Pack zum Beispiel sind auch noch Fenster mit drin. Ich glaube, es gibt noch keine hundertprozentige Übersetzung. Zumindest sind hier ein paar Sachen übersetzt und manche wiederum nicht. Ich denke, das wird mit der Zeit noch kommen, aber es sind sehr einfache englische Begriffe, die man zur Not auch mit einem Google-Übersetzer in irgendeiner Form übersetzen bekommen kann, sodass man versteht, worum es hier eigentlich geht. Das war aber auch erstmal alles, was wir zu dem Ganzen bisher wissen. Zumindest habe ich keine weiteren Informationen gefunden. Das ist alles, was ich weiß auf jeden Fall. Ich denke, wenn man hier auf Projekt starten drückt, kann man wahrscheinlich auch seine eigenen Sachen hochladen. Aber ich denke, dass die meisten, die dieses Video gucken, das nicht so sehr interessiert ist. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man weiß, wie man die Sachen runterlädt. Wie gesagt, 6. Dezember ist euer Stichtag. Ab dann gibt es automatische Mod-Updates. Und wenn ihr ganz neu bei Custom Content seid und einfach nur Custom Content runterladen wollt und ohne, dass es in irgendeiner Form riskant ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall hierüber downloaden. Jetzt schon. Klar habt ihr dann keine automatischen Updates, aber ihr müsst auf jeden Fall keine Angst haben, dass ihr euch in irgendeiner Form Viren einfangt. Und das ist doch schon mal cool, oder? Ich hoffe, euch hat meine kleine Zusammenfassung von dem Ganzen hier gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir. Vielleicht kann ich sie euch beantworten. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft von diesem ganzen Ding hier bringt. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!